Guten Abend. Good evening. And happy Sabbath. Und einen gesegneten Sabbat. I'm so glad to be with you. Ich freue mich, so hier zu sein. And it is a privilege to be here again up front to teach. Und es ist ein Vorrecht, wieder hier zu sein, um zu lehren. But really, we'll be taught by the Lord this evening. Aber wirklich, wir werden heute vom Herrn gelehrt werden. And so we prayed. Und so, wir haben gebetet. And now is the time to sing. Und nun ist die Zeit, um zu singen. But we'll meditate as we prepare for the song. Aber wir werden meditieren, bevor wir uns vorbereiten, dieses Lied zu singen. As we study Psalms 92. In dem Studium des Psalms 92. Psalms 92 is a song for the Sabbath day. Psalm 92 ist ein Psalm für den Sabbattag. It is the only psalm that is dedicated to the Sabbath. Es ist der einzige Psalm, der dem Sabbat geweiht ist. There is another psalm. Es gibt einen anderen Psalm. In Psalm 19. Psalm 19. We will find a correlation. Und wir werden eine Verbindung finden. Of the word that is used for the author. Mit dem Wort, das hier gebraucht wird für den Autor. Not for the author who wrote the psalm. Nicht für den Autor, der diesen Psalm geschrieben hat. But for the very author and creator who that psalm was dedicated to. Aber den Autor, dieser Psalm gewidmet wurde. It's not a surprise to us. Es ist keine Überraschung. That this psalm is dedicated to the Lord. Dass dieser Psalm dem Herrn gewidmet ist. And if you will count the word Lord. Und wenn ihr das Wort Herr zählen würdet. In the entire psalm. In diesem ganzen Psalm. You'll find his name 7 times. Werdet ihr seinen Namen 7-mal finden. His fingerprint is even in this psalm. Sein Fingerabdruck ist sogar in diesem Psalm. 7 times. 7-mal. So it is in Psalm 19. Und so ist es auch im Psalm 19. But in this psalm. Aber in diesem Psalm. It has something that is more significant. Gibt es etwas, das von größerer Bedeutung ist? Because it is dedicated to the Lord. Denn es ist dem Herrn geweiht. Because he created the Sabbath. Denn er erschuf den Sabbat. And this is why we're here. Und deshalb sind wir hier. And this is why we worship. Und deshalb beten wir And an. And this is why we're rejoicing. Und deshalb jubeln wir. And this is why we're glad. Und deswegen sind wir freudig. And for those of you who studied with me this week. Und für diejenigen, die mit mir diese Woche studiert haben. It has been a great joy. Es war eine große Freude. I've learned many things. Ich habe viel gelernt. You taught me how to be humble. Ihr habt mich gelehrt, demütig zu sein. Even though I might have thought that I gave you the right questions. Obwohl manche von euch meinten, dass ich euch nicht die richtigen Fragen gestellt habe. You gave me answers that raised more questions. Habt ihr mir Antworten gegeben, die noch mehr Fragen hervorgerufen haben. But the Lord has answers for all of us. Aber der Herr hat Antworten für jeden für uns. Let's ask questions tonight. Lasst uns Fragen stellen heute Abend. And find them in the Word of God. Und sie finden im Wort Gottes. This psalm is like a sandwich. Dieses Lied ist wie ein Sandwich. I hope that you're hungry because we'll eat this sandwich. Ich hoffe, ihr seid hungrig, denn wir werden diesen Sandwich heute essen. It's like a hamburger. Es ist wie ein Hamburger. But with German bread. Aber mit deutschem Brot. And we'll start with that bread. Und wir werden mit diesem Brot starten. And then we'll have layers of hummus and veggies and salad and you know, the veggie patty. Und wir werden verschiedene Schichten haben von Salat und dem vegetarischen Burger. And really, the central apex of the psalm. Und wirklich der zentrale Punkt in diesem Psalm. Is going to be in the middle. Ist in der Mitte. It's going to be the cucumber. Es wird die Gurke sein. It's going to be right in the middle, and we'll wait for that. Genau in der Mitte, und wir werden dafür warten. But I'll ask you to respond as we'll discover the points in the Word. Aber ich bitte euch zu antworten, während wir diese Punkte besprechen. So when you hear me say hallelujah. Und so, wenn ihr mich hört, Halleluja sagen. And you would agree with what the Bible says. Und ihr dem zustimmt mit dem, was die Bibel sagt. Say amen. Dann sagt Amen. Hallelujah. Amen. Halleluja. Amen. Fantastic. Fantastisch. So here we'll look at this psalm that has a chiastic structure. Nun, so wollen wir uns diesen Psalm anschauen, der eine chiastische Struktur hat. Verse 1. Vers 1. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Vers 2 in der deutschen Bibel. Gut ist, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Höchster. To declare your loving kindness in the morning. Am Morgen deine Gnade zu verkünden.
and your faithfulness every night. Und in den Nächten deine Treue. On an instrument of 10 strings, on a lute and on the harp with harmonious sound. Auf der 10-seitigen Laute und der Harfe mit dem Klang der Zither. Have you noticed how this psalm starts? Habt ihr bemerkt, wie dieser Psalm beginnt? The very first verse. Der erste Vers. Says that it is good. Sagt, dass es gut ist. It is a good thing. Es ist eine gute Sache. It is a good thing to give thanks. Es ist gut zu danken. Now there are many thankful people in the world. Nun, es gibt viele dankbare Menschen in dieser Welt. But here it says that it is a good thing to give thanks unto the Lord. Aber hier heißt es in diesem Vers, es ist gut zu danken dem Herrn. The first time the name of the Lord is mentioned here. Das erste Mal, dass das Wort Herr erwähnt wird. Is in connection with thankfulness. Ist in Verbindung mit Dankbarkeit. In fact, I would suggest. Ich würde vorschlagen, that the beginning, dass der Anfang, of the day of rest, des Sabbattages, should be started with thankfulness. Beginnen sollte mit Dankbarkeit. The very first activity of the day of rest should be thankfulness. Die erste Aktivität, die erste Tätigkeit an diesem Tag sollte Dankbarkeit sein. An attitude of gratitude. Eine Haltung der Dankbarkeit. Can you say amen to that? Könnt ihr Amen dazu Hallelujah. Sagen? Halleluja. Amen. And it says to sing praises to your name, O Most High. Und es sagt, um deinem Namen zu Lob singen, du Höchster. Now some people desire to be high. Nun, manche Leute mögen es, hoch zu stehen. If you need this entertainment to be high, wenn ihr dieses Entertainment braucht, um hoch zu stehen, this is the Most High. Das ist der Höchste. And here it says that to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness in every evening. Und hier sagt es, am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. This praise, even accompanied by all kinds of instruments. Dieser Jubel, begleitet von vielen Instrumenten. All kinds of instruments? Von allen Instrumenten. No, the Lord is very specific here. Nein, der Herr ist sehr genau hier. Somebody say amen to specific. Einer sollte sagen, Amen sagen zu. The Lord is so excellent. Der Herr ist so exzellent. That he gives us clear instructions of how to praise him. Dass er uns genaue Anweisungen gibt, wie wir ihn anbeten sollen. On an instrument of 10 strings. Auf der 10-seitigen Laute. On the lute. Und Laute. And on the harp. Und der Harfe. With harmonious sound. Mit dem Klang der Zither. The word used there in Hebrew is higayon. Das Wort hier im Hebräischen, das benutzt wird, heißt higayon. A solemn sound. Ein pathetischer Klang. A sound of meditation. Ein Klang der Meditation. That brings us back to the Lord. Das uns zurückbringt zum Herrn. Something that is of great exaltation. Etwas, das zu einem hohen Jubeln hervorruft. Something that tells us more about God's character. Etwas, das uns mehr sagt über Gottes Charakter. And so the music in the Hebrew setting. Und so die Musik in diesem hebräischen Kontext. Was very melodious. War sehr melodiös. Most likely with an ascending melody. Wahrscheinlich mit einer heraufsteigenden Melodie. We perceive music that has an ascending with an, that has an ascending melody. Wir nehmen Musik wahr, die eine heraufsteigende Melodie hat. As happy. Als wäre sie freudig. And you'll notice that when we sing hymns. Und ihr werdet feststellen, wenn wir Hymnen singen. That our refrains goes up. Dass unser Chorus immer nach oben steigt. And this is why we like to modulate as well. Und deshalb modulieren wir auch gerne. We perceive it as being happy. Denn wir nehmen es als freudig wahr. God's people are happy people. Gottes Volk ist ein freudiges Volk. They're glad Adventists. Sie sind freudige Adventisten. And now here, the first point that we want to put down, den ersten Punkt, den wir feststellen möchten, is exaltation. Ist Jubel. Verse 1 to 3 really talks about the exaltation of the Lord of the Sabbath. Verse 2 bis 4 reden wirklich von dem Jubel am Sabbat. And now let's continue in verse 4. Und nun lass uns weiterlesen im Vers 5. For you, Lord, denn du, O Herr, second time that the word Lord is used, das zweite have made Mal, me glad through your work. Das zweite Mal, dass der Name Herr benutzt wird,
hast mich erfreut durch dein Tun. I will triumph in the works of your hands. Und ich juble über die Werke deiner Hände. Oh Lord, how great are your works. O Herr, wie sind deine Werke so groß? Your thoughts are very deep. Deine Gedanken sind sehr tief. A senseless man does not know. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht. Nor does a fool understand this. Und der Törichte begreift es nicht. How fantastic. Wie fantastisch. For you, Lord, have made me glad through your work. Denn du, O Herr, hast mich freudig gemacht durch deine Werke. What does he mean by his works? Was meint er mit seinen Werken? What are the works of his hands? Was sind die Werke seiner Hände? I've been wondering about this for quite some time. Ich habe mir über dieses Gedanken gemacht schon seit einer längeren Zeit. As a pianist, als Pianist, we need the hands. Brauchen wir unsere Hände. And it is a gift to be skillful to use them according to his will. Und es ist ein Geschenk und ein Geschenk, diese Hände zu benutzen. And so the Lord, und so der Herr, he uses his hands. Er benutzt und braucht seine Hände. And we will discover what he uses them for. Und wir möchten herausfinden, wofür er diese braucht. Exodus chapter 15. 2. Mose 15. And while you do that, you might want to take notes. Und während ihr dies tut, möchtet ihr vielleicht Notizen aufschreiben. It'll be easier for you not to be tempted to fall asleep too. Es wird euch helfen, nicht in Versuchung zu fallen, einzuschlafen. Then we'll talk about the day of rest, but we won't rest now. Denn wir werden über den Ruhetag sprechen, aber wir werden jetzt nicht ruhen. Okay, Exodus chapter 15. Okay, 2. Mose 15. And there verse 6. Und dort Vers 6. Your right hand, O Lord. Herr, deine Rechte. Wow, it says your right hand. Wow, es sagt hier deine rechte Hand. Now, excuse me, dear people. Nun, entschuldigt mich, meine lieben. Friends, God does have nothing against people who work with their left hand. Meine lieben Freunde, Gott hat nichts gegen die, die mit der linken Hand arbeiten. No offense. Kein, nehmt es mir nicht übel. But he uses his right hand. Aber er benutzt seine rechte Hand. And here it says, your right hand, the Lord has become glorious in power. Herr, deine rechte ist mit Kraft geschmückt. And just in case we miss it, he says it again. Your right hand, O Lord. Und nur so, dass wir es auch nicht übersehen, sagt es hier noch einmal. Herr, deine rechte has dashed the enemy in pieces. Hat den Feind zerschmettert. So it says that the right hand is connected with his power. So es heißt hier, dass die rechte Hand in Verbindung steht mit Kraft. And also with the deliverance. Und auch mit der Befreiung. From the enemies. Des Feindes, der Feinde. And now let's look in verse 13. Und nun lasst uns Vers 13 lesen. By the way, this is also quoting from a psalm that Moses wrote. Und übrigens, das ist ein Zitat aus einem Psalm, das Moses schrieb. Here it says in verse 13. Und hier heißt es in Vers 13. You in your mercy have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch seine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. So here we see that there is a song of redemption. Nun hier sehen wir, das ist ein Lied der Erlösung. The right hand delivers the people. Die rechte Hand erlöst das Volk. In glorious power. In Kraft. And brings them to a holy habitation. Und bringt sie zu der Wohnung seines Heiligtums. And now in the second book of Moses, Exodus. Und nun im zweiten Buch Mose, im Exodus. We also find later that God gave clear instructions of a habitation, a tabernacle, a place that he wanted to dwell in. Finden wir auch später Instruktionen von einem Haus, das sie später bilden sollten. In Exodus chapter 25, verse 8, it says. In 2. Mose 25, Vers 8 heißt es, let them make me a sanctuary so that I may dwell among them. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. And so that is the sanctuary that Moses is talking about in this verse. Und dies ist das Heiligtum, wovon Moses hier redet in diesem Vers. Let's continue. In verse 17 it says, you will bring them in and plant them in the mountain of your inheritance, in the place, O Lord, which you have made for your own dwelling. The sanctuary, O Lord, which your hands have established. Und lasst uns weiterlesen in Vers 17. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Werk deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, O Herr, das deine Hände bereitet haben. Please keep this imagery in mind.
Bitte behalte dieses Bild im Kopf. Right hand. Die rechte Hand. Power. Kraft. Holy habitation. Heilige Wohnung. Dwelling place of God. Die Wohnung Gottes. Where we are planted. In der wir eingepflanzt sind. Established forever. Gebildet für immer. Let's continue in Exodus chapter 20, and this should be a familiar passage to us. Lasst uns weiterfahren in 2. Mose 20, und das sollte eine bekannte Stelle für uns sein. Here it says in verse 8. Und hier heißt es in Vers 8. If you would count closely the words you and your. Wenn ihr doch bitte die Worte du und dich lest. In the English version, it will appear 12 times. In der englischen Version wird es 12 Mal vorkommen. He is so personal that he uses it again and again to make sure that we know it's talking about us. Er ist so persönlich, dass er es wieder, immer wieder benutzt, um sicherzustellen, dass wir wissen, dass es um uns geht. The first word that he uses is remember. Das erste Wort, das er benutzt, ist Gedenke. What a word. Was für ein Wort. I remember that my father used to tell me this word. Ich erinnere mich, dass mein Vater mir dieses Wort sagte. Before I would leave to travel. Bevor ich mich aufmachte auf eine Reise. Sometimes even just for a weekend. Manchmal auch nur für ein Wochenende. He would tell me, Erwin, remember. Würde er mir sagen, Erwin, erinnere dich. Which name you bear. Welchen Namen du trägst. And so, as I would be gone. Und so, wenn ich das verlassen würde, das Haus verlassen würde. I would remember these words. Erinnerte ich mich an diese Worte. Because I was tempted to forget. Denn ich würde vergessen. Our heavenly Father. Unser himmlischer Vater. Chose a word. Wählte ein Wort aus. Remember. Gedenke. That reminds us of the past. Das uns erinnert an die Vergangenheit. That is powerful in the present. Das heute mächtig ist. And that will remind us of the future. Und das uns an die Zukunft erinnern soll. So he says, remember the Sabbath day to keep it holy. Und so sagt er, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. So why is he reminding us to keep the Sabbath? Nun, warum erinnert er uns, den Sabbat zu halten? Because he created the world. Weil er die Welt erschuf. Hallelujah. Hallelujah. 7 days. 7 Tage. Now for those of you who spent time. Nun, für die, die mit Zeit verbracht haben, spend time with us in class. In der Schule. We spent some time in Genesis 1 to 3. Wir haben einige Zeit verbracht im Buch Genesis, 1. Buch Mose 1 bis 3. God created order. Gott erschuf Ordnung. And if we have order, we'll have peace. Und wenn wir Ordnung haben, so haben wir Frieden. The first 3 days. Die ersten 3 Tage. He creates the form. Erschuf er die Form. The next 3 days, the following 3 days. Die weiteren 3 Tage. He fills the form. Füllt er die Form. So he creates the light. So erschuf das Licht. And then on the fourth day, he puts the stars, the moon and the sun into place. Und dann am 4. Tag erschuf er die Sonne, den Mond und die Sterne. The second day, he divides the waters. Am 2. Tag teilt er die Wasser. And on the 5th day, he puts the animals that live in the heavens and in the waters. Und am 5. Tag erschuf er die Tiere, die im Himmel leben und im Wasser. He blesses them. Er segnete sie. These animals are very musical animals, by the way. Diese Tiere sind sehr musische Tiere. The birds and the whales. Die Vögel und die Wale. The third day. Am 3. Tag. He puts the earth into place. Erschuf er die Erde. And on the 6th day. Und am 6. Tag. He fills the earth. Füllt er die Erde. Can you see the parallel? Könnt ihr die Parallele sehen? But the 7th day. Aber am 7. Tag. Is the 7th day of the Lord. Ist der 7. Tag des Herrn. He ceases to work. Er arbeitet nicht. He rests.
Er ruhte. He blesses. Er segnete. And he sanctifies this day. Und er heiligte ihn. In this commandment. In diesem Gebot. He reminds us of his creative power. Erinnert er uns an seine schöpferische Kraft. Now there is a repetition of the law in Deuteronomy. Nun, es gibt eine Wiederholung des Gesetzes im 5. Buch Mose. Chapter 33. Kapitel 33. Verse 2. Vers 3. There it says this, and he said, the Lord came from Sinai and dawned on them from Seir. He shone forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of saints. From his right hand came a fiery law for them. Und er sprach, der Herr kam vom Sinai, und er leuchtete ihnen auf von Seir her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Which hand? Welche Hand? Let me see that you can raise your right hand. Lass mich sehen, dass ihr eure rechte Hand erheben könnt. Hallelujah. Hallelujah. It says that from his right hand came a fiery law for them. Es heißt hier, aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. What a connection. Was für eine Verbindung. Now let's look at the commandments given in the book of Deuteronomy. Nun lasst uns das Gesetz anschauen, das gegeben ist in 5. Buch Mose. Chapter 5. Kapitel 5. Verse 12. Vers 12. The commandments are repeated. Die Gebote werden wiederholt. But here is a detail. Aber hier gibt es ein Detail. That is different. Das anders ist. If there is a repetition in the Bible. Wenn es eine Wiederholung gibt in der Bibel. God usually enlarges the thought he had before. So weitet Gott den Gedanken aus, den er zuvor hatte. He cannot yell to us. Er kann nicht zu uns schreien. He cannot cry out. Er kann nicht herausschreien. But he can repeat things in his word. Aber er kann Dinge wiederholen in seinem Wort. Again. Wieder. And again. Und wieder. And again. Und wieder. And it is his hope that we'll answer his call through the repetition. Und es ist sein Wunsch, dass wir Antworten zu seinem Ruf der Wiederholung. This is why we like songs that repeat a refrain. Deswegen mögen wir Lieder, die den Refrain wiederholen. This is my story, this is my song. Das ist, lass mich erzählen. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehr. Here we read in verse 12. Hier lesen wir in Vers 12. Observe the Sabbath day to keep it holy as the Lord your God commanded you. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Verse 15. Vers 15. And remember, denn du sollst bedenken, that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. You see the difference? Seht ihr den Unterschied? The second time, zum zweiten Mal, the commandments are given, wird das Gebot gegeben. And here he asks us to remember because of his redemptive power. Und hier ruft er uns auf zu gedenken und uns daran zu erinnern an seine erlösende Kraft. By his mighty hand, durch seine mächtige Hand, and outstretched arm, und durch seinen ausgestreckten Arm. We would suggest, wir würden vorschlagen, that it is the right arm. Dass dieser der rechte Arm ist. He gave the law by his right arm. Er gab das Gesetz durch seine rechte Hand. He delivered them with his right arm. Er erlöste sie durch die rechte Hand. Keep the right arm in mind. Behalte den rechten Arm and the right hand. Im Kopf und die rechte Hand. Let's go back to Psalms 92. Lass uns zurückgehen zu Psalm 92. We're setting a stage here. Wir setzen eine Bühne hier.
vor. Because we're eating the sandwich. Denn wir essen ja das Sandwich. And so, when we look at this verse, und so, wenn wir uns diesen Vers ansehen, it says in verse 4, "For you, Lord, have made me glad through your work." So heißt es in Vers 5, denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun. I will triumph in the works of your hands. Und ich juble über die Werke deiner Hände. O Lord, how great are your works. Herr, wie sind deine Werke so groß. It seems like this writer, even though we don't know who it was, es scheint mir, dass der Schreiber, obwohl wir nicht wissen, wer es war, we're glad that he knew whom he dedicated it to. Sind wir doch froh, dass er wusste, wem er diesen Psalm widmete. He makes sure that we understand that the Lord has done great things. Er stellt sicher, dass wir wissen, dass der Herr es ist, der große Werke tut. His works are great. Seine Werke sind groß. He's talking about creation. Er spricht über Schöpfung. In the beginning, God. Im Anfang, Gott. Created. Schuf. Isn't that fantastic? Ist das nicht fantastisch? You can take him by his word. Ihr könnt ihn beim Wort nehmen. He was there from the beginning. Er war dort von Anfang an. The first thing we can read is action. Das erste, was wir lesen, ist Aktion, Tätigkeit. He creates. Er erschuf. There's not an evolution going on. Da ist keine Evolution. Many people might like to suggest that. Es gibt viele, die das vorschlagen. But the Lord. Aber der Herr. Was there from the beginning. War dort von Anfang. And he created those things. Und er schuf diese Dinge. By his word. Durch sein Wort. And when he saw them. Und als er sie sah. He was able to say, it is good. War er in der Lage zu sagen, es ist gut. Here it says that his thoughts are very deep. Und hier heißt es, dass seine Gedanken sehr tief sind. If we do not understand, wenn wir nicht verstehen, then we might be like it says in verse 6. Dann sind wir vielleicht so, wie die beschrieben sind in Vers 7. A senseless man does not know. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht. Nor does a fool understand this. Und der Törichte begreift es nicht. In Psalms chapter 107. In Psalm 107. It says, "Fools, because of their transgression." Heißt es, die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels. And because of their iniquities are afflicted. Und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Their soul abhorreth all manner of meat. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung. And they draw near unto the gates of death. Und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. And they cry unto the Lord in their trouble. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. And he saveth them out of their distresses. Und er rettete sie aus ihren Ängsten. And now it comes. Und nun kommt es. He sent his word. Er sandte sein Wort. And healeth them. Und machte sie gesund. And delivereth them out of all of their destructions. Und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Halleluja. Halleluja. What did he send? Was sandte er? His word. Sein Wort. And what happened as a result? Und was passierte als Folge? He healed them. Er heilte sie. That is creative power. Das ist schöpferische Kraft. There's a connection between the gospel. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Evangelium and our well-being. Und unserem Wohlsein. Health. Gesundheit. The gospel. Das Evangelium. And health. Und Gesundheit. They're not to be separated. Sie sollen nicht getrennt sein. It's the worst evil if that happens. Es ist das schlimmste Übel, das passieren kann. And we'll look at that tomorrow. Und wir werden uns das anschauen morgen. I urge you to come. Und ich ermutige euch zu kommen. Isaiah chapter 58. Jesaja 58. Talks about three things. Spricht über drei Dinge. Another sandwich. Ein anderer Sandwich. But this time. We have three parts. Aber diesmal haben wir drei Teile. The Day of Atonement. Der Versöhnungstag. Medical missionary work. Medizinische Missionsarbeit. And the Sabbath day. Und der Sabbattag. Tonight. Heute Abend. We'll talk about the Sabbath. Sprechen wir über den Sabbat. Tomorrow morning. Morgen. We'll talk about medical missionary work. Sprechen wir über medizinische Missionsarbeit. And tomorrow afternoon. Und morgen Nachmittag. We'll actually make it happen. Werden wir es zustande bringen. Halleluja. Halleluja. I'm looking forward to that. Ich freue mich schon darauf. The Bible tells us also in Exodus chapter 15 verse 26. Die Bibel sagt uns auch in 2. Mose 15 Vers 26. You might want to open that, but I'm going to sing it for you. Ihr möchtet vielleicht diese Passage vielleicht öffnen, aber ich werde es euch für euch singen. And said,
If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Exodus 15:26. Amen. Amen. This was a scripture song that we memorized when I was in school. Das war ein Bibeltext, den wir auswendig gelernt haben, als ich in der Schule war. I was in a training program in Weimar. Ich war in einem Ausbildungsprogramm in Weimar. It's called Health. Und es nennt sich Health, Health Gesundheit. Evangelism and Leadership Training for Him. Gesundheitsevangelisation und Leiterschaftstraining für ihn. Since English is not my first language, und da Englisch nicht meine erste Muttersprache ist, it happened to be a challenge for me, war es eine Herausforderung für to mich, memorize scripture, die Bibel auswendig zu lernen. Especially the King James Version. Besonders die King James Version. Anyone here who can relate? Gibt es irgendjemand, der mit mir fühlen kann? And so the Lord, und so der Herr, He gave me songs to write. Gab mir Lieder, die ich schreiben konnte. And now I can remember them. Und nun fallen sie mir ein. And so I'm willing to share them with you. Und so ich bin bereit, diese mit euch zu teilen. So that you can sing a song. So dass auch ihr ein Lied singen könnt. When you're tempted to forget. Wenn ihr versucht seid zu vergessen. We can be victorious when singing songs. Wir können siegreich sein, wenn wir Lieder singen. Evil angels don't like these songs. Böse Engel mögen diese Lieder nicht. Because they talk about God's creative power. Denn sie sprechen über Gottes schöpferische Kraft. The Sabbath is the birthday party of creation. Der Sabbat ist die Geburtstagsfeier der Schöpfung. The Creator. Der Schöpfer. The Creation. Die Schöpfung. The Covenant. Der Bund. A covenant from the very beginning. Der Bund von Anfang an. The Sabbath. Der Sabbat. Is a day. Ist ein Tag. That will be kept throughout eternity. Der für die ganze Ewigkeit gehalten werden wird. It is a joy and a delight to keep it. Es ist eine Freude und eine Wonne, ihn zu halten. A privilege. Ein Privileg, ein Vorrecht. It's a day where there's freedom. Es ist ein Tag, an dem Freiheit ist. Freedom in the spirit. Freiheit im Geist. So that's the second point. Nun, das ist der zweite Punkt. God's creative work, creation. Gottes schöpferische Kraft, die Schöpfung. Verse 7. Vers 7. When the wicked spring up like grass and when all the workers of iniquity flourish, it is that they may be destroyed forever. Für uns ist es Vers 8. Wenn die Gottlosen sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist es doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Now when I'm reading this, nun, wenn ich dies lese, I recall what we read in Exodus. Dann fällt mir ein, was wir gelesen haben in 2. Mose. God delivered them from the enemies. Gott errettete sie von ihren Feinden. That's redemption. Und das ist Erlösung. So creation and redemption. So wir haben Schöpfung und Erlösung. Goes together. Die zusammengehen. There's really a reason for us to praise him. Es gibt wirklich einen Grund für uns, ihn zu loben. In fact, I would go as far as to say. Und ich würde so weit gehen. That if we don't understand these pillars, dass wenn wir diese Grundsteine nicht verstehen, of creation and redemption, der Schöpfung und der Erlösung, let's not praise him. Lasst uns ihn nicht anbeten. But if we have this experience, aber wenn wir diese Erfahrung haben, that he is the creator, dass er der Schöpfer ist, and he is the redeemer, und dass er der Erlöser ist, let's tell it to the world. Dann lasst es uns der Welt Halleluja. Sagen. Halleluja. So here it says that the wicked might flourish temporarily. Und so hier heißt es, wenn die Gottlosen sprossen, zeitweise, that God's eminence is of eternal permanence. Dass Gottes Majestät von ewiger Dauer ist. Aren't you glad about that? Seid ihr nicht freudig über das? Darüber? And this is what he will conclude in verse 8. And that's really the climax, the apex, the very tip of this psalm. Und die Schlussfolgerung lesen wir in Vers 9. Das ist wirklich das Kernstück, der Kerngedanke in diesem Psalm. He compares it with all the enemies. Er vergleicht es mit all den Feinden. They look like they do well. Es scheint, es sieht so aus, als würde es ihnen gut gehen. But here's someone who's doing great. Aber hier gibt es jemand, der dem es sehr gut geht. For how long? Für wie lange? Let's read. Lass uns lesen. But you, Lord, du aber, Herr, are on high forevermore. Bist auf ewig erhaben.
For how long? Für wie lange? Hallo? Hallo? Forevermore. Auf ewig. God the Creator. Gott, der Schöpfer. The Lord. Der Herr. Yahweh. Yahweh. Is to be praised. Soll anbetet werden. And worshipped on the Sabbath. Soll gerühmt und angebetet werden am Sabbattag. It's not just a day. Es ist nicht nur ein Tag. It is the day. Es ist der Tag. It is the day of the Lord. Es ist der Tag des Herrn. It is about the Lord who created it. Es handelt über den Tag, der über den Gott, der ihn erschuf. And since he created this day, und seitdem er diesen Tag erschuf, it is in his right, ist es in seinem Recht, to share this day. Diesen Tag zu teilen. And he chose to share it with us. Und er traf die Entscheidung, diesen Tag mit uns zu teilen. We are able to enjoy this day. Wir sind in der Lage, diesen Tag uns zu erfreuen. In the beauty of his holiness and his very presence. In der Schöne seiner Heiligkeit, in seiner Gegenwart. Wow. Wow. Why? Warum? He is exalted. Er ist erhaben. Exaltation. Erhaben, Erhöhung. He created us. Er hat uns erschaffen. Creation. Schöpfung. And the works of his right hand. Und die Werke seiner rechten Hand. His redemptive power. Seine erlösende Kraft. Redemption. Erlösung. And now, God's character. Und nun Gottes Charakter. He is high. Er ist erhaben. He is most high. Er ist der Allerhöchste. Forevermore. Auf ewig. Exaltation. Erhöhung. Exaltation. Jubel. Creation. Schöpfung. Redemption. Erlösung. Exaltation. Erhöhung. Verse 9. Vers 10. For behold your enemies, O Lord. Denn siehe her deine Feinde. For behold your enemies shall perish. Siehe deine Feinde kommen All the workers of iniquity shall be scattered. Alle Übeltäter sollen zerstreut werden. When I read this verse. Wenn ich diesen Vers lese. I cannot help myself but see Revelation 14 in there. Dann kann ich nicht anders als Offenbarung 14 in diesem Vers zu sehen. Babylon is fallen. Babylon ist gefallen. Is fallen. Gefallen. How can a city fall twice? Wie kann eine Stadt zweimal fallen? It's fallen first. Wenn es einmal fällt. It fell. Dann ist es gefallen. But here it Aber is hier a very significant ist es eine ist es bedeutsam. Victory. Sieg. It says, "For behold your enemies, O Lord." Es heißt hier, denn siehe her, deine Feinde. For behold your enemies. Siehe deine Feinde. Shall perish. Kommen It's a sure thing. Es ist eine kurze Sache. You might be in the situation today. Ihr mögt vielleicht in einer Situation heute sein. That you believe in the Lord. Dass ihr an Gott glaubt. You exalt him. Ihr erhöht ihn. You praise him for his creative power. Und ihr rühmt ihn für seine schöpferische Kraft. For his redemptive power. Für seine erlösende Kraft. You understand that he's the most high. Ihr versteht, dass er der Allerhöchste ist. But it seems like the enemies surrounding you are flourishing. Aber es scheint, dass die Übeltäter, die euch umgeben, blühen. God is encouraging us in this verse. Gott ermutigt uns in diesem Vers. He says that his righteousness will endure forever. Er sagt, dass seine Gerechtigkeit für immer bleiben wird. And the Sabbath is to be a reminder to us. Und der Sabbat soll eine Erinnerung für uns sein. The Sabbath has future dimensions. Der Sabbat hat Zukunftsdimensionen. Eschatological applications. Eschatologische Folgen. God will revenge the wickedness of his enemies. Gott wird sich rächen an den Übeltätern seiner Feinde and will restore the well-being of his people. Und wird das Wohlsein des Volkes wiederherstellen. Can you see that? Könnt ihr das sehen? All the workers of iniquity shall be scattered. Alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Jesus will come. Jesus wird kommen. And the enemies. Und die Feinde. And see, there is one truth. Und seht, es gibt eine Wahrheit. Lots of error. Und viel Irrtum. There is one friend. Es gibt einen Freund. That sticks closer than a brother. Der näher ist als ein Bruder. This friend. Dieser Freund. That all of us can have. Den jeder von uns haben kann. Who actually identifies with us as a brother. Der sich mit uns identifiziert wie ein Bruder. Or as it says in Isaiah, the everlasting father. Oder wie es heißt in Jesaja, der ewige Vater. Is Jesus Christ.
ist Jesus Christus. He's with us. Er ist mit uns. Can you see that he comes back to redemption? Könnt ihr sehen, dass er zurückkommt zur Erlösung? We talked about it before. Wir haben darüber schon gesprochen. Exaltation, creation, redemption, and Jubel, then exaltation. Jubel, Schöpfung, Erlösung, Erhöhung. And then he talks about redemption again. Und jetzt spricht er über Erlösung. But now he doesn't talk about it from the past. Aber nun spricht er nicht darüber von der Vergangenheit. But in the future. Sondern in der Zukunft. I did it before. Ich habe es zuvor getan. I'm able to do it again. Ich bin in der Lage, es noch einmal zu tun. Right arm. Mit meiner rechten Hand. My powerful right arm. Mit meiner mächtigen rechten Hand. It is not shorter now than it was back then. Es ist nicht kürzer, heute, als es war damals vor Zeiten. He can save his people. Er kann sein Volk erretten. He can save you today. Er kann dich erretten heute. Verse 10. Vers 11. But my horn you have exalted like a wild ox. Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. I have been anointed with fresh oil. Ich bin übergossen mit frischem Öl. My eye also has seen my desire on my enemies. Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern. My ears also has seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me. Und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. The righteous shall flourish like a palm tree. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. He shall grow like a cedar in Lebanon. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Now here it says that his horn you have exalted like a wild ox. Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Some of you might be tempted to think that this is why I have my hair like this, like a little horn. Manche mögen denken, dass das der Grund ist, weshalb ich meine Haare so nach oben gesteckt habe wie ein Horn. But that's not what he's referring to tonight. Aber das ist nicht, was er meint hier an diesem Abend. He says that he has anointed it with fresh oil. Er sagt hier, ich bin übergossen mit frischem Öl. Bible students, Bibelstudenten, what does a horn represent in prophecy? Was repräsentiert ein Horn in biblischer Prophetie? It's a power. Es ist Macht. It's a power. Es ist Macht. Here it says, but my horn you have exalted like a wild ox. Hier heißt es, aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. I've been anointed with fresh oil. Ich bin übergossen mit frischem Öl. As they used to put the oil in the horn. So wie sie früher das Öl in das Horn des Ochsen getan haben. And we read in Psalm chapter 23. Und wir lesen darüber im Psalm 23. Our cup runneth over. Dass unser Becher überfließt. It is God's desire. Denn es ist Gottes Wunsch. To give us this oil. Uns dieses Öl zu geben. Anoint us. Um uns zu salben. Not just for our head, nicht nur für unseren Kopf, but also for our eyes, aber auch für unsere Augen. Revelation chapter 3. Offenbarung Kapitel 3. The message to Laodicea. Die Botschaft an Laodicea. We need the eye salve. Wir brauchen die Augensalbe. We need the oil. Wir brauchen das Öl. Here it says that the eyes and the ears, hier sagt es, mein Auge und meine Ohren, have the desire to see the enemies, the wicked, haben den Wunsch, den Feind zu sehen, die Übeltäter, as they rise up. Die Bösen, die sich gegen mich erheben. But as we read before, aber wie wir schon vorhin gelesen haben, we know that they'll perish. So wissen wir, dass sie verloren gehen werden. Don't make a mistake. Macht keinen Fehler. God's enemies, Gottes Feinde, are God's enemies. Sind Gottes Feinde. God is going to take care of them. Gott wird sich darum kümmern. Don't be tempted to fight by your own. Seid nicht in der Versuchung, selbst zu kämpfen. We won't make it. Wir werden es nicht schaffen. The devil has power. Der Teufel hat Macht. And if we fight with our own strength, und wenn wir mit unserer eigenen Kraft kämpfen, our own weapon, mit unseren eigenen Werkzeugen, we lose. Werden wir verlieren. We see that all throughout history. Wir sehen das durch die Geschichte. But if we follow the Most High, aber wenn wir dem Allerhöchsten folgen, we'll be like eagles. Werden wir wie Adler sein. We'll be on high forevermore. Wir werden auf der Höhe sein für immer, auf ewig. Not because that is our desire to be most high. Nicht weil es unser Wunsch ist, erhaben zu sein. No, because he tells us so. Nein, weil es uns sagt. Let's continue to read in verse 12 again. Lass uns weiterlesen in Vers 13. The righteous shall flourish like a palm tree. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. He shall grow like a cedar in Lebanon. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon.
You know, this God, ihr wisst, dieser Gott, this Lord, dieser Herr, gave us the Sabbath to give us strength. Gab uns den Sabbat, um uns Kraft zu geben. He regenerates. Er stellt wieder her. He recreates. Er erschafft neu. And he rejuvenates. Und er wiederbelebt. He gives us these trees as a symbol. Er gibt uns diesen Baum als ein Symbol. He wants us to live strong and live long. Er möchte, dass wir stark leben und dass wir lang leben. The spirit of prophecy gives us an insight. Der Geist der Weissagung gibt uns einen Einblick. Now the spirit of prophecy, nun der Geist der Weissagung, is a gift that the Bible describes. Ist eine Gabe, die die Bibel uns beschreibt. The people are able to have, die Menschen heute haben können, if God chooses so, wenn es Gottes Wille ist. And he did. Und es war so. For the people who have the testimony of Jesus. Für die Menschen, das ein Zeugnis Jesu zu haben. It is a gift to understand prophecy. Es ist eine Gabe, Prophetie zu verstehen. Now, there are some people, nun, da gibt es manche Menschen, who receive visions and dreams. Die Visionen und Träume erhielten. And one individual, und ein Mensch, ein Individuum, a lady, eine Frau, one of my favorite writers, eines meiner Lieblingsautoren, a Christian writer, eine christliche Schreiberin, Ellen Goodwhite, Ellen Goodwhite wrote a commentary, schrieb einen Kommentar, which is inspired, welches inspiriert ist, by the word of God, vom Wort Gottes. And here she writes this. Und hier schreibt sie dies. The palm tree will represent the life of a Christian. Der Palmenbaum repräsentiert das Leben eines Christen. It stands upright and amid the burning desert sand. Es steht aufrecht in der brennenden Wüste. And dies not. Und in dem brennenden Wüstensand und stirbt nicht. For it draws its sustenance from the springs of life beneath the surface. Denn es zieht Nahrung und es wird genährt von den Quellen des Lebens unter der Oberfläche. Now you might think, well, you don't have to be inspired to know that. Nun, ihr mögt vielleicht denken, du brauchst nicht inspiriert sein, um das zu wissen. But that's exactly the point. Aber das ist genau der Punkt. She never contradicts scripture. Sie widerspricht nie der Schrift. If you have a chance to get a book by Ellen Goodwhite, wenn du eine Möglichkeit hast, ein Buch von Ellen Goodwhite zu bekommen, I encourage you to read it. So ermutige ich euch, es zu lesen. If it contradicts the Bible, wenn es der Bibel widerspricht, I'll pay the book for you. Dann werde ich das Buch für dich zahlen. Let's continue. Nun lasst uns weiterfahren. He also talks about the cedar. Hier spricht er auch über die Zeder. Stability and dignity. Stabilität und Halt. And this is really what we need. Und das ist das, was wir brauchen. As these trees are described, so wie diese Bäume beschrieben werden, we need to be grounded and rooted deeply. So müssen wir gegründet sein, tief gegründet sein. That's a characteristic of those trees. Das ist eine Charakteristik dieser Bäume. We have to be like that tree. Wir müssen wie ein Baum sein, wie dieser Baum sein. You remember that Moses was singing? Erinnert ihr euch, als Moses sang, and he was saying that we are planted, und er sagte, wir sind gepflanzt, in the holy habitation, in der heiligen Wohnung. It takes a lifetime to be planted and rooted. Es braucht eine Lebenszeit, um eingepflanzt zu sein, and to grow upright, und aufrecht zu wachsen. This process is called sanctification. Dieser Prozess wird Heiligung genannt. This is the point that describes verse 10 to 12. Das ist der Punkt, welches Vers 11 bis 13 darstellt. So let's review the points so far. Nun lass uns die Punkte wiederholen. Exaltation? Jubel. Rejoicing greatly. In großes Rühmen. Why? Warum? Because he created us. Weil er uns erschuf. He redeemed us. Er erlöste uns. He is to be exalted. Und er soll hoch erhaben sein. O Herr. You are the Most High. Du bist der Allerhöchste. Forevermore. Auf ewig. Why? Warum? Because you redeemed us. Weil du uns erlöst hast. But you will also redeem us again in the end. Aber du wirst uns auch erlösen am Ende. And till then? Und bis dahin? You'll sanctify us. Wirst du uns heiligen. So that we're upright. So dass wir aufrecht sind. Like great men in the Bible. So wie große Männer der Bibel. Enoch. Henoch. Joseph. Daniel. Amidst trials and afflictions. In schwierigen Zeiten. They stood firm like a tree.
standen sie aufrecht wie ein Baum. Are you a tree? Bist du ein Baum? Are you standing like a tree? Stehst du wie ein Baum? Where are your roots? Wo sind deine Wurzeln? How are you rooted? Wie bist du gewurzelt? Are you upright? Stehst du aufrecht? In which garden are you planted? In welchem Garten bist du eingepflanzt? Verse 13. Vers 14. And we'll conclude with our last point. Und wir werden hier die Schlussfolgerung ziehen. What better point than this point? Was für einen besseren Punkt als diesen Punkt? Those who are planted in the house of the Lord. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Where? Wo? The holy habitation. Der heiligen Wohnung. The house of the Lord. Das Haus des Herrn. Shall flourish in the courts of our God. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. They shall still bear fruit in old age. Noch im Alter tragen sie Frucht. They shall be fresh and flourishing. Sind saftvoll und frisch. To declare that the Lord is upright. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. He is my rock. Er ist mein Fels. And there is no unrighteousness in him. Und kein Unrecht ist an ihm. Friends. Freunde. Jesus asks us. Jesus fragt uns. Through his word. Durch sein Wort. He is the Lord. Er ist der Herr. Isn't he the Lord? Ist er nicht der Herr? How do we know? Woher wissen wir das? Well. Nun. We can read about that in the New Testament. Wir können darüber lesen im Neuen Testament. In the Gospel of John. Im Johannesevangelium. In Hebrews. In Hebräer. If you look at Scripture. Wenn ihr euch das Wort ansieht. It seems that Jesus was encouraging other people to keep the Sabbath. Scheint es, dass Jesus Menschen ermutigt hat, den Sabbat zu halten. In fact, he was even going so far as to say that it was created for us. Um nicht zu sagen, er sagte auch, dass der Sabbat geschaffen wurde für uns. All the different points that we brought up. All die verschiedenen Punkte, die wir hervorgerufen haben. Are telling us something. Erzählen uns etwas. About God's character. Über Gottes Charakter. Revealed in Jesus. Offenbart in Jesus. And if you want to see more and hear more about it. Und wenn ihr mehr sehen und mehr darüber hören wollt. Come tomorrow. Kommt morgen. And we'll make this connection more clear. Und wir werden diese Verbindung noch klarer sehen. Here it says that those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Und hier heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. If you are planted in the house of the Lord, you will have success. Wenn du eingepflanzt bist im Hause Gottes, so wirst du erfolgreich sein. You will bear fruit. Du wirst Frucht tragen. In other words, in anderen Worten, if you're not in his courts, wenn du nicht in seinen Vorhöfen bist, you might bear fruits. Wirst du vielleicht Frucht tragen. But here it says they shall still bear fruit in old age. Aber hier heißt es, noch im Alter tragen sie Frucht. Now if you look at creation, nun wenn ihr euch Schöpfung anschaut, God designed us to live strong and long. So hat Gott uns geschaffen, um stark und lang zu leben. And we might think, well, 70 years, 80 years, 90, 100, maybe 110, maybe 120. Und depends where denken, you live and ja, what lifestyle you have. Wir mögen vielleicht denken, ja, vielleicht 70, 80, 90, 100, 110. Es hängt davon ab, welchen Lebensstil du hast. But what does this, how is this compared to living for eternity? Aber was ist das im Vergleich zum Leben, das ewig ist? They shall still bear fruit in old age. Noch im Alter tragen sie Frucht. They shall be fresh and flourishing. Sind saftvoll und frisch. By the way. Übrigens. Verse 13. Vers 14. When it says those who are planted. Wenn es heißt, sie sind eingepflanzt. The Hebrew word. Das hebräische Wort actually alludes to transplanted. Spricht von einer Transplantation. It is not just to be planted. Umpflanzung. Es ist nicht eine Einpflanzung. It is not just a plant. Es ist nicht nur eine that they're planted. Eine Pflanze, die eingepflanzt wird. But that they are also transplanted. Aber dass sie auch umgepflanzt sind. This is why it says that those who are planted in the house of the Lord. Deswegen heißt es hier, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Shall flourish in the courts of our God. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. If you make the decision today, wenn ihr die Entscheidung heute trefft, to be with the Lord of the Sabbath, mit dem Herrn des Sabbats zu sein, you'll be with him forever. Dann werdet ihr mit ihm zusammen sein. And this is why it für says immer. That in the last verse, to declare that the Lord is upright. Und deswegen heißt es hier im letzten Vers, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Now, if you want to be like a tree, upright. Wenn ihr wie ein Baum sein wollt, der aufrecht ist, gerecht, I would suggest that you are with someone who is upright as well. So schlage ich vor, dass ihr euch jemanden anschaut, der auch aufrecht ist. The great gardener is upright. Der große Gärtner ist aufrecht, gerecht.
the trees in his garden will be as well. So werden die Bäume es auch sein in seinem Garten. Because they're grounded on the rock. Denn sie sind gepflanzt auf dem Fels. If you look at the sanctuary, wenn ihr euch das Heiligtum anschaut, where is the rock in the sanctuary? Wo ist der Fels im Heiligtum? AFCO students, where is the rock in the sanctuary? AFCO Studenten, wo ist der Fels im Heiligtum? Hallo? There's just one place. Es gibt nur einen Ort. It's in the most holy place. Es ist im Allerheiligsten. The most holy. Der Allerheiligste. In his most holy place. Im Allerheiligsten. Rooted on the law. Eingewurzelt im Gesetz. His right hand. Seine rechte Hand. Gave us the law. Gab uns das Gesetz. He redeemed us. He saved us. Er erlöste uns. Er errettete uns. That is the rock. Das ist der Fels. If I would ever have a school, I would call it rock. Und wenn ich auch mal eine Schule hätte, so würde ich sie Fels nennen. Rock, reach others for Christ's kingdom. Fels, Felsschule für Evangelisation, Lehre und Seelengewinnung. Here it says that he is my rock and there is no unrighteousness in him. Und hier heißt es, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. How many of you have the desire to be with this Lord? Wie viele von euch haben den Wunsch, mit diesem Herrn zu sein? Last point. Letzter Punkt. Glorification. Verherrlichung. These are the points. That's the sandwich we've been looking at. Das sind die this Punkte. Evening. Das ist der Sandwich, den wir uns angeschaut haben. Exaltation. Jubel. Creation. Schöpfung. Redemption. Erlösung. Exaltation. Erhöhung. Redemption again for the future. Erlösung noch einmal für die Zukunft. Sanctification, the recreative power of God. Heiligung, Gottes neu erschaffenes Werk. Changes us, molds us, makes us upright. Er verändert uns, macht uns aufrecht. And the glorification. Und Verherrlichung. Be with him for eternity. Mit ihm sein auf ewig. With him on high forevermore. Mit ihm auf der Höhe für immer. How many of you have the desire tonight? Wie viele von euch haben den Wunsch heute Abend? To be with him forevermore. Mit ihm zu sein auf ewig. I remember that I've been on one camp. Ich erinnere mich, als ich auf einem Camp war, auf einem Zeltlager. I was very young. Ich war sehr jung. And we've been playing soccer. Und wir haben Fußball gespielt. I know that Raul likes to play soccer. Und ich weiß, dass Raul gerne Fußball spielt. Und so tat ich And as ich we were playing Friday afternoon. Und als wir gespielt haben Freitagnachmittag, oh, wir hatten ein gutes Spiel. It was great. Es war schön. Enemies became friends. Feinde wurden Freunde. And as we were playing, und als wir spielten, there was a pastor, he was walking by. Gab es einen Prediger, der vorbeilief. And he looked at us. Und er schaute uns an. He said, "Guys." Und er sagte, Jungs, the Sabbath is coming. Der Sabbat ist nahe like, da. We know. Wir wissen. Two more hours. Zwei Stunden noch. And we'll be there. Geht die Sonne unter. Wir werden dort sein. Wir waren 15 Leute. Never made it on time to shower and be ready for the Wir hatten es nie zur rechten Zeit geschafft mit Duschen But und all is what we told him. Aber das ist, was wir ihm sagten. But since he liked me dearly, aber da er mich sehr gerne mochte, he asked me to come aside. Fragte er mich, auf die Seite zu kommen. And so he asked me some questions. Und so stellte er mir ein paar Fragen. And he just asked me of my friends. Und er stellte mir Fragen über meine Freunde. How it is to meet a friend. Wie es ist, einem Freund zu begegnen. And how we would prepare to meet him. Und wie wir uns vorbereiten würden, um diesem Freund zu begegnen. To really enjoy the time that we'll have together. Um diese Zeit wirklich auszukosten und zu erfreuen, and as he was asking these questions. Und als er diese Fragen stellte, we're talking about, you know, what to dress. What we would wear. Sprachen wir über die Kleidung, die wir tragen what würden. We would eat. Was wir essen würden. Ooh, what we would listen to. Und welche Musik wir hören würden. Oh, it was great. Oh, es war schön. And then, und dann? He asked me again if I'm ready for the Sabbath. Fragte er mich noch einmal, bist du bereit für den Sabbat? And then I understood. Und dann verstand ich. He's talking about the Lord. Dass er über den Herrn sprach. And now here's what he said. Und dann hier ist, was er sagte. Said, Erwin, do you want Jesus to come? Erwin, möchtest du, dass Jesus kommt? Do you want the Lord to come? Möchtest du, dass der Herr kommt? And I said, yes. Und ich sagte ja. And then und dann he told me, sagte er mir, do you want to prepare for Jesus coming? Möchtest du dich vorbereiten auf Jesu Wiederkommen? And I said, yes. Und ich sagte ja. And then, how would it be, und dann sagte er, wie würde es sein, if you prepare for the Sabbath, wenn du dich vorbereiten würdest für den Sabbattag, as you prepare for the second coming. Wie für die Wiederkunft Jesu.
That changed my life. Das veränderte mein Leben. My perspective. Meine Perspektive. I haven't thought of this. Ich habe nicht darüber nachgedacht. No one ever told me. Niemand hat mir das gesagt. But it's the covenant. Aber das ist der Bund. The creator. Der Schöpfer. The creation. Die Schöpfung. And the covenant. Und der Bund. A personal relationship with him. Eine persönliche Beziehung zu ihm. This is the day, people. Das ist der Tag. It's the day of celebration. Es ist der Tag des Jubels, der Feier. And this is why we're here. Und deswegen sind wir hier. Bring a friend. Bringt einen Freund. Invite your family. Ladet eure Familie bring ein. The neighbors. Bringt eure bring the enemies. Eure Nachbarn. Let's eure Feinde. See what the Lord has for us. Lasst uns sehen, was der Herr we'll für uns start hat. This day of rest. Wir werden diesen Tag, diesen Ruhetag, with an attitude beginnen of gratitude. Mit einer Haltung der Dankbarkeit. How many of you have the desire to be with the Lord? Wie viele von euch haben den Wunsch, mit Jesus zu sein, mit dem Herrn zu sein, diesen Sabbattag? If that is your desire, wenn dies euer Wunsch ist, stand up like a tree. Steht auf upright. Wie ein Baum, aufrichtig. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Lass uns beten. Dear Father, which art in heaven. Himmlischer Vater, der du im Himmel bist. We thank you. Wir danken dir. For this great psalm. Für diesen wunderbaren Psalm. Your very name. Dein Name. Yahweh. Yahweh. The Lord. Der Herr. Who created this world. Der diese Welt erschuf. Who formed us. Der uns formte. Who also redeemed us. Der uns erlöste. With his right hand. Mit seiner rechten Hand. We exalt you. Wir erheben dich. We acknowledge that you are the most high. Wir sehen, dass du der Allerhöchste bist. We ask that you will make us upright. Wir bitten dich, dass du uns aufrecht machst. Transplant us into your sanctuary. Pflanze uns in dein Heiligtum um. And we want to say, und wir wollen sagen, that we desire to be with the Lord in his holiness. Dass es unser Wunsch ist, mit dir in deiner Heiligkeit zu sein. Forever. Für immer. That's why we stand. Deswegen stehen wir. Seal this decision. Versiegle diese Entscheidung. That we prepare on this Sabbath day as for the second coming. Dass wir uns auf diesen Sabbattag so vorbereiten wie auf die Wiederkunft Jesu. Bless us. Segne uns. Sanctify us. Heilige uns. And we thank you. Und wir danken dir. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Let all the people say. Lass jeden sagen. Amen. Amen.